Well, thank you very much for inviting me. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag. On a subject which is ein Vortrag zu einem Thema, incredible importance at das the moment. Aktuell von ganz großer Wichtigkeit ist. I can solve this question, ich weiß nicht, inwieweit ich Lösungen bieten kann für diese Frage, aber diese Frage treibt mich schon lange um. As was just mentioned, this is, wie Sie gerade gehört haben, handelt es sich books bei meinem aktuellen Buch um das dritte in einer Reihe von Büchern zum Thema Homo Faber, der Mensch als Macher. Es ging im ersten Buch um das Handwerk, im zweiten um die Zusammenarbeit und im dritten geht es jetzt um die physische Umgebung. Und insofern haben wir hier es mit einem abgeschlossenen Projekt zu tun. Ich werde niemals mehr ein Buch über Städte schreiben. Ich möchte ein Buch über Musik schreiben und daran arbeite ich aktuell. Das heißt, wir haben es hier mit dem Abschluss eines Projekts zu tun. Gleichzeitig ist es aber neues Material, mit dem ich mich hier befasse und ich hoffe, dass das durchaus auch provozierend ist für Sie. In den letzten 38 Jahren habe ich mich in meiner praktischen Arbeit als Consultant beschäftigt mit den unterschiedlichen Aspekten in den verschiedenen Gremien auch der Vereinten Nationen. Es ging dabei vor allen Dingen um den öffentlichen Raum, aber diese Arbeit hat mich auch in andere Bereiche geführt und ich musste meine Komfortzone verlassen, musste lernen, die Stadt neu zu sehen. Da das eine Art Vermächtnis ist meines eigenen Urbanismus, versuchte ich viel zu schreiben über diese praktischen Erfahrungen, die damit auch ganz intensiv eingeflossen sind in das ansonsten sehr theoretische Buch. Die Herausforderung für Sie als Leser und Leserin besteht nun darin, sich zu beziehen auf dieses Material aus Shanghai, Delhi, Rio. Ich habe in vielen Städten gearbeitet als eine Art Beobachter, könnte man sagen, eher Beobachter, denn als Experte. Und ich habe versucht, die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, zurückzubringen nach Hause oder zumindest eine Annäherung zu schaffen zwischen zu Hause und diesen Erfahrungen. Das ist dann auch das, was wir nachher bei unserer Podiumsdiskussion etwas intensiver diskutieren werden. Eines der Probleme, die man hat, wenn man für die Vereinten Nationen arbeitet, neben diesen endlos scheinenden Meetings, und es scheint wirklich ausgesprochen unmöglich zu sein, nicht irgendwo eine Sitzung zu haben, ist es, dass man als Diplomat ausgesprochen pragmatisch und vielleicht auch provokant in diese Städte kommt, über die ich gleich noch sprechen werde. Ich musste meine eigenen Glaubenssätze ein Stück weit zurückstellen, um dort zu arbeiten, und werde sie jetzt wieder hervorholen. Drei Themen möchte ich diskutieren heute. Erstens die strukturellen Widersprüche zwischen Bauen und Wohnen, zwischen der Gestaltung eines Bauprojekts und dem Leben in diesem. Dann zweitens möchte ich sprechen über das Format des demokratischen Kampfes um die Stadt. Es geht hier um die Beziehung zwischen der offenen und der geschlossenen Stadt. Und drittens möchte ich ein paar Beispiele diskutieren, die diese eher theoretischen Aspekte implizieren, mit Blick oder mit Bezug auf die Bereiche, in denen ich gearbeitet habe. Ich möchte zunächst einmal etwas vorlesen. Es sind die ersten Sätze des Buches und der Dolmetscherin liegen diese ersten Sätze auch vor. Da geht es um die Beziehung
building and dwelling. Zwischen Bauen in und early Christianity, city stood for Im frühen Christentum stand Stadt für zwei Städte, die Stadt Gottes und die des Menschen. Augustinus benutzte die Stadt als Metapher für den göttlichen Glaubensplan, aber die antiken Leser seiner Schriften, die durch die Straßen und über die Märkte oder Foren Roms wanderten, fanden dort keine Hinweise darauf, wie Gott sich als Stadtplaner bestätigen konnte. Auch als diese christliche Metapher verblasste, hielt sich weiter der Gedanke, dass die Stadt zwei verschiedene Dinge bedeutete, einen physischen Ort und eine aus Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und Glaubensüberzeugungen bestehende Mentalität. Die französische Sprache fasste diese Unterscheidung als erste in zwei verschiedene Wörter, ville und cité. Anfangs standen diese Begriffe für groß und klein. Ville bezog sich auf die ganze Stadt, während Cité sich auf einen bestimmten Ort bezog. Irgendwann im 16. Jahrhundert wurde Cité zur Kennzeichnung der Lebensweisen in einem Viertel, der Haltung der dortigen Bewohner gegenüber Nachbarn und Fremden und der Bindung an einen Ort. Diese alte Unterscheidung ist inzwischen zumindest in Frankreich verblieben. Cité verweist heute meist auf jene trostlosen Viertel an den Rändern der Städte, in denen die Armen leben. Der alte Wortgebrauch hat indessen Vorzüge, die eine Wiederbelebung rechtfertigen könnten. Trifft er doch eine grundlegende Unterscheidung. Die gebaute Umwelt ist eine Sache, wie die Menschen wohnen, eine andere. This became clear to me. In the first job I had as a practical planner, das wurde mir klar, which was in Boston, als ich meinen ersten Job als Planer antrat in Boston vor langer Zeit. I was working for as the most junior person. Ich arbeitete als einer der jüngsten überhaupt an einem Projekt, black and white bei dem man children versuchte, in the city schwarze schools und weiße Kinder in den städtischen Schulen zu integrieren. Es ging also darum, mit Bussen schwarze Kinder in die eher Mittelschicht geprägten Viertel der Stadt zu bringen. Mr. Trump, that racism is a very strong component of American ist eine life. Ganz starke Komponente des amerikanischen Lebens, wie Trump heute ein weiteres Mal belegt. These middle-class white people diese weißen Mittelschichtsbürger und Bürgerinnen these black children leisteten Widerstand gegen die Präsenz schwarzer Kinder in ihren Schulen. Into a school, the buses need somewhere to park. Man braucht nämlich Parkplätze. Wenn man Kinder mit Bussen in Schulen bringen will, in anderen Bezirken, dann braucht man Parkplätze. Diese Parkplätze müssen gebaut werden. Und die weißen Eltern gingen hin und sagten, wir wollen Freiflächen, wir wollen Grünflächen. Das ist unökologisch, wenn man jetzt hier Parkplätze baut. Und eigentlich war ihre Aussage, es gibt hier keine Parkplätze, die Kinder sollen nicht kommen. Ich bin sehr froh, dass meine Chefs damals sich klassenschuldig fühlten und das Projekt realisierten, auch wenn wir befürchten mussten, dass die Eltern, die betroffen waren, ganz massiv dagegen vorgehen würden. Ich erzähle Ihnen das, denn es handelt sich dabei um ein grundlegendes Element, das die Beziehung zwischen Wohnen und Bauen deutlich macht. Es geht hier um einen Konflikt, der aufkommt. Normalerweise würde man sagen, lass uns doch einfach planen, und zwar so, wie die Leute das wollen. Also das Bauen folgt dem Wohnen, wäre die Konklusion. Aber wie ist es, wenn das, was die Menschen wollen, ungerecht ist? Wenn das so ist, dann müssen die Planer Widerstand leisten. Sie müssen sich wehren gegen die Community im Namen der Gerechtigkeit. Today, for instance, as I've found with my work with the UN, most heute of the people that had choices
würde ich über meine Arbeit in den Vereinten Nationen sagen, dass die Menschen durchaus Entscheidungen treffen konnten in den Städten, in denen sie lebten. Man wollte mehrheitlich aber gated communities, abgeschottete Gemeinden, um gar keinen Kontakt möglich zu machen. Auch dem mussten sich die Planer widersetzen. Wir haben hier eine zweiseitige Beziehung. Der globale Kapitalismus stellt Planer ein als Pudel, als Sklaven, wenn man so will, die Umwelten gestalten für die repressiven Investitionen des Kapitals. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Es gibt hier ein strukturelles Problem. Ein strukturelles Problem mit Blick auf die Art und Weise, in der Menschen leben wollen und der Art und Weise, in der man sie zwingt zu leben. Und das ist das grundlegende Problem, das mir schon sehr früh in meinem Leben bewusst wurde. Und es ist ein durchdringendes Problem. Es ist etwas, was ganz stark auch die Spannungen vorantreibt, die wir zumindest in der sich entwickelnden Welt in den Städten beobachten können. Um sich näher damit zu befassen, muss man sich vielleicht etwas überlegen, etwas vorstellen. Stellte mir jedenfalls vor, dass es vielleicht nie eine Lösung geben wird für dieses Problem, aber doch eine Klärung dieser strukturellen Spannung. Ich dachte, es müsste eine Möglichkeit geben, nicht das Problem zu lösen im Sinne von es zu beenden, aber um positiver damit umzugehen. Und das bringt mich zum zweiten Aspekt, den ich heute Abend hier diskutieren möchte, nämlich die Beziehung zwischen den geschlossenen und den offenen Städten. Eine offene Stadt ist, und das versuche ich gleich zu erläutern, eine demokratische Stadt. Sie muss aber manchmal so geöffnet werden, dass es undemokratisch ist. Eine geschlossene Stadt kann, wie ich später zeigen werde, oft eine Stadt sein, in der die Menschen leben möchten. Die Frage, die sich uns stellt, lautet damit, wie können wir die Stadt für die Planung öffnen, und zwar so, dass die Menschen auch in ihr leben wollen. Das ist besser, als Menschen von den Vorzügen einer geschlossenen Stadt zu überzeugen. Betrachten wir also zunächst einmal die Beziehung zwischen der geschlossenen und der offenen Stadt. Die Problematik wurde mir bewusst, als ich am MIT arbeitete. Es ist also nichts, was sozusagen vom Himmel auf mich herabfiel, sondern ich begann meine urbane Karriere vor langer Zeit am MIT. Und mein Büro lag in der Nähe des Media Lab, was damals, Anfang der 1990er Jahre, ein ganz lebendiges Zentrum der Kreativität mit und in Medien war. Was mir auffiel damals war, und das ist meine stärkste Erinnerung daran, dass es dort einen ganz spezifischen Geruch gab. 24 Stunden am Tag saßen die Leute praktisch abgeschottet, eingesperrt irgendwo, und überall standen Pizzakartons rum. Und das ist ein ganz eigener Geruch, der da entsteht. Und das ist das, was die offene Stadt ganz oft auch bedeutet. Die Leute, die dort arbeiteten, trafen eine interessante Unterscheidung zwischen dem Media Lab als Erfahrung und einer Microsoft-Erfahrung. Eine Microsoft-Erfahrung für sie war etwas, was eine Hypothese testete, also prüfte, ob diese richtig oder falsch sei. Und auch prüfte, wie die Bedingungen
sich gestalteten und sie wussten vorab, unter welchen Bedingungen das Experiment enden würde. Es ging in jedem Fall um die Funktion der Wahrheit oder des Richtigen. Also die Frage sollte beantwortet werden, ist es richtig oder ist es falsch, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und das ist natürlich ganz oft das Ziel von Forschung. Man betreibt Forschung, um Ergebnisse zu generieren. Dagegen sind Experimente in einem Media Lab etwas anderes. Denn hier geht es um Schwierigkeiten, um das Diffizile, um das Obskure. Man stellt die Frage, warum funktioniert das nicht? Man stellt die Frage, sudden discoveries that didn't make any sense. Warum gibt es dieses oder jenes? Man machte Entdeckungen, die erst einmal keinen Sinn ergaben. Die Leute im Media Lab unterschieden also zwischen geschlossenem und offenem Denken mit Blick auf die Forschung. Das Media Lab wurde übrigens von Microsoft gesponsert. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Das ist also auch natürlich eine Möglichkeit, irgendwie das Geld zu generieren, um die Pizza zu kaufen. It resonated to me much more largely because it reflects. Für mich hatte das aber ein ganz starkes Echo letztendlich, denn hier zeigen sich unterschiedliche Möglichkeiten nachzudenken über soziale Systeme. Soziale Systeme, die es als offene und als geschlossene gibt. Ein geschlossenes System ist ein System, in dem die Teile zusammengefügt werden zum Ganzen und es gibt nicht sehr viel Interaktion zwischen ihnen. Ein geschlossenes System ist ein System, in dem bestimmte Bedingungen spezifiziert sind. Und man schaut dann, ob diese richtig oder falsch sind. Ein geschlossenes System ist eins, was klare Ergebnisse produzieren will, während ein offenes System ein experimentelles ist. Es hat auch Interesse an falschen Antworten. Jemand sagte mal zu mir, eine falsche Antwort ist das, was man näher betrachten möchte. Eine richtige Antwort ist einfach nur eine, mit der man etwas operationalisieren kann. Das ist eine wirklich profunde Aussage, diese Aussage über die falschen und richtigen Antworten. Wir bekommen Komplexität, und das ist das, was wir anstreben, und nicht Klarheit in diesen offenen Systemen. Und so wollen wir das auch in offenen Systemen. Ist das Denken ein nicht-lineares und nicht ein lineares, das einer bestimmten Explorationsgrundlage folgt? Man interessiert sich eher für das Ganze als für die Summe der Teile. Some application of this idea ich dachte, of open system dass to urban conditions. Man diese Idee der offenen Systeme auch anwenden können sollte auf die Stadt. Das ist natürlich nicht so originell meinerseits. Robert Venturi, once wrote, Robert Venturi, der Architekt, schrieb einmal, mir gefällt Komplexität besser als Klarheit. Ich möchte, dass das gebaute Umfeld die Schwierigkeiten und Ungewissheiten der Menschen reflektiert und nicht einen klaren Weg vorgibt. Mir erschien das als eine ganz wichtige Aussage zur Frage, wie es denn sein könnte. Das Problem ist, dass der moderne Kapitalismus dazu beiträgt, dass sämtliche Vektoren auf Abschluss hindeuten und nicht auf Offenheit. Die internationale Finanz investiert nicht an problematischen Orten, wo es möglicherweise Schwierigkeiten gibt, wo man mit Überraschungen rechnen muss, wo man permanent überdenken muss, was man macht. Es ist ja viel leichter, etwas zu planieren, einen Standort zu planieren, alles abzureißen und dann von Neuem zu beginnen, sodass man ganz genau weiß, was man bekommt. And I began as I as I was doing this practical work with the UN ich arbeitete to think more and more für die Vereinten Nationen und I begann saw the, and I'll show you in a second, zunehmend zu realisieren, that kind of capitalism at work closing the wie city, dieser Kapitalismus funktionierte und wie er die Städte abschloss. Und damit den Wunsch transportierte, sich
den Schwierigkeiten zu entziehen und die Menschen kind of in der Stadt dazu zu bringen, sich den Problemen zu entziehen. Das war etwas, was ich zunehmend beobachten konnte in der Stadtentwicklung. Und die Frage lautete dann für mich, wie könnte man sich dem widersetzen? Was wäre hier der Widerstand? Ich habe einen Großteil meiner Erfahrungen in meinem Buch wieder aufgegriffen. Ich sah ja ein physisches Gegebenes Umfeld und Strukturen, Gebäude, Bauten quasi in physischer Form, die die Macht verkörperten. Wobei aber die Macht, die Stadt zu verändern, ein ganz anderes Phänomen war. Eine Fantasie, ein Traum der Architekten und Stadtplaner, die in der Regel ja nicht die bescheidenste Gruppe der Menschheit sind. Sie suchten und suchen nach Möglichkeiten, so zu bauen, wie Menschen leben sollten. Für mich stellte sich angesichts dessen aber die Frage, wenn man doch die Macht hat oder Widerstand gegen die Macht leisten will, was will man dann? Welche Stadt möchte man? Welche Art von Stadt möchte man? Ich habe ja den strukturellen Unterschied zwischen Bauen und Wohnen angesprochen. Und da gibt es nicht dieses eine Bild. Man kann nicht hingehen und sagen, hier, das ist das Bild der offenen Stadt, so sollte sie aussehen. Es gibt Alternativen, die in sich durchaus problematisch sein können und attraktiv und nicht attraktiv gleichzeitig. That's why I say I feel a little bad und deswegen talking to you about how to resolve the democratic crises. Finde ich es auch ein bisschen problematisch, wenn ich jetzt hier stehe, um über die Lösung der Demokratiekrise in der Welt zu sprechen. Denn wir haben hier natürlich ideologische Formeln, die greifen könnten. Was ich Ihnen zeigen möchte heute Abend, sind physische Alternativen zwischen geschlossenen und offenen Umwelten und was an Macht und Machtbeziehung in diesen Strukturen eingebaut ist. Wobei das gar nicht immer ganz offensichtlich ist. Man könnte durchaus hingehen und eine politische Partei gründen auf der Grundlage von offenem Wohnen oder offenem Wohnungsbau. Aber meine Auseinandersetzung mit der Stadt ist eigentlich eher eine, die auf das Nichtverbale fokussiert. Es ist weniger das Verbale. Ich konzentriere mich auf das Physische und nicht auf die Erklärung. Und ich habe natürlich auch theoretische Texte darüber geschrieben, aber für diese gilt das Gleiche wie für die praktische Arbeit, die ich als Planer geleistet habe, was ich heute nicht mehr mache. Ich zeige Ihnen Bilder, die nicht in diesem wunderbaren Buch enthalten sind, das gerade bei Hansa erschienen ist. Das Buch würde Hunderte von Euro kosten, wenn diese Bilder alle in dem Buch wären, aber Sie können diese Bilder alle auf meiner Website finden und Sie können sie sich runterladen. Das ist RichardSennett in einem Wort .com, die Adresse meiner Website. Und wenn Sie sie anschauen wollen und wenn Sie sie näher betrachten wollen, dann finden Sie diese Bilder alle dort. Zunächst einmal vielleicht ein Blick auf den Kontrast, den wir feststellen können. Den Unterschied zwischen der offenen und der geschlossenen Form. Dieser Platz ist ein offener Platz. Of an open city. Das ist ein Platz in einer offenen Platz. Was Sie hier sehen, ist der Ort, an dem wir gearbeitet haben in Süd-Delhi. Und Sie sehen hier sozusagen die Decke einer dreistöckigen Tiefgarage und rechts sehen Sie Bürohäuser, da sind die Büros von
Bürokraten, von Beamten in Delhi. The city got richer. The civil servants moved to more. Die Stadt reifte, die Bürokraten, die Beamten zogen um in eine andere Zone und dann strömte die Öffentlichkeit an diesen Ort, um Sachen zu machen. Sie haben hier einen ganz spezifischen Ort, das ist sozusagen die Silicon Alley von Delhi. Die Leute verkaufen hier illegal Software, Programme oder Handys wie dieses. Hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen. Germans are so, die Deutschen sind doch so, so law-abiding. Sie sind doch so gesetzestreu, die Deutschen. And what's here on the side, und hier an der Seite, these are, where's the pointer? Can't quite see it. Anyhow, the offices on hier the side an der Seite sehen Sie also die Büros. Are now start-up firms. Und das sind jetzt Start-ups, die dort sich niedergelassen haben. Softwareunternehmen oder Leute, die Handys reparieren und Ähnliches. Es ist ein offener Raum. Nicht nur, weil es hier diese informelle Ökonomie gibt, sondern dieser Raum ist tatsächlich physisch offen. Das ist einfach nur das Dach der Tiefgarage. Und hier sind täglich zwischen 46.000 und 48.000 Menschen. Und diese Leute, die da in den Start-ups arbeiten, sind Hindus und Muslime. Und das ist der sicherste Teil der Stadt Delhi. Hier gibt es am wenigsten Gewalt. Nirgendwo sonst in der Stadt gibt es so wenig Gewalt im öffentlichen Raum wie hier. Denn diese ganz unterschiedlichen Menschen sind physisch gemischt, wenn man so will, und sie betreiben die gleiche Arbeit. Entweder entwickeln sie Software oder sie verkaufen Produkte. Es gibt hier auch eine Mischung zwischen Leuten, die sehr fortschrittliche Technologie verkaufen und anderen, die zum Beispiel Saris verkaufen oder anderes. Auch abends haben sie hier einen ganz eigenen Mix. Denn die Leute, die hier ihre Gewerbe betreiben, sind weg und dann kommen ganz, ganz viele andere Menschen und bevölkern diesen Platz. Wir haben uns eingemischt bei diesem Projekt, denn es besteht die Gefahr, dass dieses Gebäude, dieses alte Bürogebäude abgerissen wird und ein Hochhaus dorthin kommt. Und wir haben versucht, diesen Platz als UNESCO-Welterbe anerkannt zu bekommen. Ist grotesk, natürlich. Es ist grotesk und absurd, dass eine offene Stadt sozusagen offiziell amtlich geschützt werden muss. Wir müssen das durchaus im indischen Kontext sehen. Und im Gegensatz dazu sehen wir hier zentral Shanghai. I'm very cowardly. I took this in a helicopter. Ich habe das Bild aus einem Helikopter herausgeschossen. Mir gefallen die Farben. It's a closed system. Das ist ein geschlossenes System, das keine Art von Beziehung zur Umgebung aufbaut. Es gibt hier keinen Funktionsmix. Es gibt dieses abgeschottete Verkehrssystem und die Umgebung. Das ist vor langer Zeit gebaut worden, als Shanghai sehr reich war. Jetzt realisiert man in Shanghai, dass die Räume unter diesen Straßen absolut dysfunktional sind. Es ist viel zu formalisiert, das Ganze. Hier haben wir ein anderes Beispiel, belegt aber das gleiche Phänomen. Das sind Arbeiterwohnungen in Peking. Sehr, sehr gute Qualität.
funktioniert alles, WCs, fließendes Wasser und so weiter und so fort, alles unproblematisch. Aber dort haben wir jetzt mehr und mehr soziale Probleme, die eben genau aufkommen, wenn man abgeschottet, isoliert lebt, ohne dass es irgendwie öffentliche Räume gibt. Die Kinder, die dort leben zum Beispiel, sie sind quasi eingesperrt, sie sind Gefangene, es gibt keine Räume, wo sie spielen könnten. Diese Formalisierung hat die Soziabilität der Menschen dort absolut gekillt. Und wenn man Städte wie diese besucht, Shanghai, Peking oder Städte in Indien, sieht man sehr stark den Kontrast zwischen dem offenen und dem geschlossenen Raum. I'm sorry, I should go faster. Ich glaube, ich muss etwas schneller machen. Hier haben wir einen Prototyp. Das ist der Plan Voisin von Corbusier für Paris 1924-25 entwickelt. Die Maffei wollte Wohnungen bauen und diese wunderbaren, identischen 18-stöckigen Hochhäuser sollten entstehen. Und das sind die ersten strukturellen Charakteristika eines abgeschotteten Systems, das nämlich additiv ist. Es gibt hier keine Interaktion. Dieses Ensemble ist nichts, was mehr wäre als die Summe seiner Teile. Das war ein erstes Beispiel für ein Bauen der Moderne in der Stadt, ohne jede Möglichkeit, Synergien zu schaffen. Und diese Art von Investment ist natürlich ausgesprochen attraktiv für das globale Kapital, dieses additive, abgeschottete, geschlossene System. Hier ein anderes Beispiel, ebenfalls ein Beispiel für die Geschlossenheit und die ökonomische Dimension. Hier haben wir eine viel zu enge Verknüpfung von Form und Funktion. Dies ist der Prototyp für eine autonom fahrende Andockstation in Masdar, wo man versucht, die Smart City überhaupt zu realisieren. Sie sehen hier, dass die Smart Cars an dieser Stelle reinfahren und dann geht man dort raus und kommt direkt ins Büro. Das heißt, man muss diese geschlossene Struktur, dieses Gebäude überhaupt nie verlassen. Das Problem ist, dass man sich zunächst inspirieren lässt von den Lithium-Ionen-Batterien der Smart Cars. Man war davon überzeugt, dass diese Smart Cars so klein wie möglich baubar wären. Das ist ein ästhetisch sehr hübsches Projekt von Norman Foster. Aber letztendlich sind diese Docking Stations dysfunktional. Denn man hat ja den unmittelbaren Zugang zum Büro. Und wenn man diese enge Verzahnung von Form und Funktion hat, dann hat man letztendlich technologische Obsoleszenz. Es ist obsolet, technologisch gesprochen, was hier geschaffen wird. Das heißt, man braucht eigentlich überhaupt keine Ladestationen für diese autonom fahrenden Fahrzeuge, wenn man ohnehin direkt vor Ort ist. Also etwas, was vielleicht ganz wunderbar funktioniert, wird im Laufe der Zeit überflüssig. Und ich komme noch einmal zurück zu dieser Wohnsiedlung. That's a social in Peking. Problem here. These were hier haben wir das soziale Problem. Das wurde gebaut, als die Chinesen die Ein-Kind-Politik betrieben. Sie wollten Familien mit nur einem Kind. Heute brauchen sie aber Familien mit zwei oder drei Kindern, denn es gibt so viele Alte im Land und sie brauchen mehr Beschäftigte, um die Kosten zu tragen. Und das ist wie diese Docking Station, die ich Ihnen eben zeigte, aus Masdar. Das ist, was die Form angeht, ausgesprochen reich. Es wäre, um hier etwas zu verändern, aber billiger, das alles abzureißen und neu zu bauen, denn zu versuchen, typspezifisch eine Lösung zu finden. It's just the same problem of obsolescence. Also hier haben wir das gleiche Problem der Obsoletheit, wenn man also
diese enge Verzahnung von dem, was ist und dem, was es bedeuten soll, hat, wird etwas schnell obsolet. Und die Frage ist, wie kann man das lockern? Flexibilität ist in diesem Zusammenhang ein Begriff, der mir nicht gefällt. Ich sage jetzt nicht, warum. Die Herausforderung bei der Planung besteht jedenfalls darin, zu überlegen, was es ist, das zu einer größeren Flexibilität der Formen beitragen kann, wenn die Menschen anders leben, als in dem Moment, als so etwas gebaut wurde oder dieses System entstand. Hier ist noch ein anderes katastrophales Projekt, aber das überspringe ich jetzt. Okay, I'll show you three. Und dafür zeige ich Ihnen drei Projekte, an denen ich beteiligt war. Sie können die technischen Details nachlesen in den sogenannten Keto Papers. Das sind Hintergrundtexte für Habitat 3. Ich war einer der Veranstalter von Habitat 3 vor 2 Jahren in Quito, Ecuador, wo wir das alles präsentiert haben. Ich fasse mich ganz kurz und ich verspreche, danach mache ich auch Schluss. Zunächst haben wir uns um die Kanten gekümmert. Wir haben uns interessiert für die Kanten in der Stadt. Und es gibt Kanten, die in 2 Formen kommen. Kanten können entweder Grenzen oder Limits sein und auf der anderen Seite Boundaries. Das ist dann sowas wie die Mauer von Trump. Es gibt unterschiedliche Referenzen, wie zum Beispiel hier Randbedingungen am Ende einer Küste. Sie sehen hier die Küste und dann sehen Sie den Ozean, die Kante, wenn man so will, ist eine Zone intensiver biologischer Aktivität und beschleunigter Evolution. Und es gibt Porosität an dieser Kante. Wir stellten die Frage, wie es möglich ist, im städtischen Umfeld diese Porosität zu schaffen. Und darin besteht natürlich das Problem. Das ist Caracas. Das ist der bürgerliche Teil der Stadt Caracas. Und hier sehen Sie die ärmeren Stadtteile. Und dann sehen Sie diese Kante, eine Highway, eine Autobahn oder eine Schnellstraße, die diese beiden Zonen trennt. Hier schotten die Verkehrsströme die Menschen ab. Es gibt eine Brücke, so dass diejenigen, die dort in den Service Apartments leben, in diesem bourgeoisen Teil der Stadt, in die andere Zone hineinkommen. Aber es gibt ansonsten keinerlei Interaktion. Ja, ich sagte ja, ich spreche nicht über Politik, insofern sage ich nichts weiter dazu, aber erwähne doch, dass das ein Projekt von Chavez war. Man versuchte nämlich, Lösungen zu finden, um diese Isolation der Stadtteile aufzuheben. Natürlich hätte man mehrere Brücken bauen können, aber eine andere Möglichkeit war die Verlagerung von öffentlichen Dienstangeboten in den Randbereich, in die Randzone der Stadt, zum Beispiel Kliniken, Ambulatorien, die auch genutzt werden können von den Leuten im Barrio, also in dem ärmeren Teil der Stadt, Schulen zum Beispiel, die für Kleinkinder oder für sehr junge Schülerinnen und Schüler genutzt werden können. Wir haben versucht, nicht allzu viel Kommerzielles hier zu haben, nicht allzu viel Handel und uns mehr auf die Büros zu konzentrieren. Wir haben auch vorgeschlagen, dass die Stadtautobahn kleiner gestaltet wird. Von 3 Spuren wollten wir sie reduzieren auf 2. Also das war so ungefähr die Idee, die wir hatten, um die Stadt zu öffnen. Wir haben gesagt, wir öffnen die Stadt, indem wir ihre Kanten auflockern und sie eher zu Borders als zu Boundaries machen. Ein anderes Beispiel, das ich kurz ansprechen möchte, ist ein Projekt, das ich zusammen mit Richard Burdett und anderen an der London School of Economics über viele Jahre lang betrachtet habe. Uns interessierte nämlich, wie die gleiche Landmenge und die gleiche Verdichtung bei der Bevölkerung nehmen können und gleichzeitig
den Bereich öffnen können. Hier gibt es offene Bereiche. Traditionell beantwortet man ja die Frage nach der Verdichtung mit dem Bauen entlang von Straßen. Uns interessierte aber in diesem Zusammenhang auch die Problematik, die wir in China in den Wohnsiedlungen und auch in Masdar gesehen haben, nämlich mehr Flexibilität, viel offenen Raum, viele Kanten oder Randbereiche, viele Ausgänge und Zugänge, unterschiedliche Formen, die auch wieder aufbaubar sind oder neu gebaut werden können oder wieder gebaut werden können. Und das sind eigentlich die Experimente die helfen können, diese Beziehung zwischen Funktion und Wohnen aufzulockern. Es ist eine technische Übung und man muss durchaus erfahren sein, um diese Experimente durchzuführen. Aber es ist eine Möglichkeit, die Angebote sozialer zu gestalten. Dann gibt es die Möglichkeit der unvollständigen Form, incomplete Form. Klassischerweise zeigt man hier das Beispiel aus Iquique in Chile. Hier sollte nämlich der Standard der selbstgebauten Häuser erhöht werden. Die Leute sollten Infrastruktur bekommen für Häuser von guter Qualität. Das heißt, die Menschen bekamen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie sie wohnen wollten. Das war der Ansatz dieses Projekts. Also man gab ihnen Material, damit sie selber bauen könnten und baute nicht für sie. Hier haben wir dann natürlich ganz bunte Mischungen. Sie haben ein Kolonialfenster. Und ja, Sie sehen hier natürlich diese wunderbare Ästhetik auf der einen Seite und dann das Selbstgemachte auf der anderen Seite. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter erörtern. Aber interessant ist tatsächlich in diesem Zusammenhang wirklich die Frage der Infrastruktur. Infrastruktur in der Stadt als unvollständige Form. Wie können wir das kolonialisieren? Bei meinen Planungsarbeiten für New York entstand dieses Projekt. Hier haben wir eine Hochstraße in West Harlem. And what we did was we put in a grocery store. Wir haben dann Lebensmittelgeschäfte unter die Autobahn gebaut. Ich finde, das sieht schön aus. Manche werden wahrscheinlich sagen, Horror. Aber physisch ist es einfach so, dass wenn man nur einen halben Liter Milch kaufen will, as somebody of a different race, man den gleichen Laden betritt wie jemand, der einer anderen Rasse angehört. Und bei diesem Ansatz geht es ja tatsächlich um Stadtentwicklung. Stadtentwicklung ist ganz oft gründend auf der Annahme, dass es vor der Stadt nichts gab. Es war eine Brache, es war leeres Land, es waren leere Grundstücke, bevor die Menschen in die Städte strömten. Das stimmt aber nicht. Ganz oft hat man verlassenes Land, aufgegebenes Land, aufgegebene Gebäude, die nicht mehr produktiv waren und dennoch im Besitz ihrer Besitzer blieben, weil diese glaubten, eines Tages könnten sie sie noch mal nutzen. Zwischenzeitlich werden solche Strukturen, solche Gebäude aber von den Armen kolonialisiert. Das ist etwas, was man sehen muss. Also die Vorstellung, es gäbe einen Leerraum, leere Räume, Brachen, ist eine reine Fantasievorstellung. Und insofern können wir durchaus überlegen, wie wir den öffentlichen Raum kolonialisieren können, um etwas zu schaffen, was porös ist und aber gleichzeitig die Stadt entstehen lässt aus dem, was aufgegeben und vernachlässigt und verlassen wurde. In Accra, to a part of a team that's working there. The third thing I want to... I'm going backwards, sorry. Das alles werde ich jetzt überspringen. Das erkennen Sie ja wahrscheinlich auch ohnehin wieder. Weiter. So close.
This computer is so slow. Dieser Computer ist unglaublich langsam. Hold on, this is the third thing I want to show you. This is about Central Park. Ah, this I must tell you about. Ne, also das muss ich jetzt. This is das Jane muss ich Jacobs erzählen. And me das having JJ a drink Gibbs in und the White Horse Tavern. Ich, you know, she's the, Jane Jacobs und ich mentor, in der White Horse Tavern. Sie ist meine große Mentorin und sie But ist die große Stadtplanerin des letzten Jahrhunderts. Over, aber die wichtigste Person hier ist And dieser Betrunkene, der da boy, zwischen uns sitzt, nein, liegt, nein, hängt, sage ich mal. Und ich sagte zu ihr, sollten wir nicht einen Arzt rufen? Und sie sagt zu mir, warum bist du so provinziell? Lass ihn doch. Ich meine, warum willst du dich einmischen? Der schnarcht ja, der tut niemandem was. Und das ist die kosmopolitische Attitüde, die Haltung, was Unterschied angeht. Immer, wenn ich dieses Foto sehe, konzentriere ich mich auf ihn, auf diesen Mann und die Idee, dass man eine Stadt schaffen kann, in der die Menschen unterschiedlich sind. Und zwar nicht so nett liberal gedacht, sondern wirklich Arme, die verstörend anders sind, natürlich. Und man lebt mit ihnen zusammen in dieser Stadt. Das ist das, wofür dieses Bild steht. Das letzte Projekt, an dem wir arbeiteten, befasst sich mit dem Thema Klimawandel. Das ist ein großes Thema für die Vereinten Nationen gewesen. Die Frage war, welche Beziehung besteht zwischen dem Klimawandel und der urbanen Form? Und ich möchte ein Projekt hier kurz erläutern. Da waren wir nicht Geldgeber, aber Berater. Sie erinnern sich an Hurricane Sandy 2012, war das. Er setzte New York City unter Wasser, der Hurricane. Und die Frage war, wie gehen wir mit einer solchen Situation um? Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Und dann geht es gar nicht um die Frage, was langfristig passiert. Wir wissen, dass der Meeresspiegel steigen wird, viele Städte werden unter Wasser gesetzt werden und so weiter und so fort. Es wird extreme Stürme geben. Was wir nicht wissen, ist ein non-linear ist, wie sich das entwickelt. Die Entwicklung ist nicht linear. Wir können jetzt im November 2018 nicht vorhersagen, dass es in vier Jahren diesen oder jenen Sturm geben wird. Das heißt, wir wissen, wie das System funktioniert, aber wir kennen die Ergebnisse nicht, wissen nicht, wie die Entwicklung wirken wird, welche Auswirkungen sie haben wird. Und insofern stellte sich die Frage, ob eine Modifizierung bestehender Formen möglicherweise funktioniert. The Necklace ist der Name dieses Projekts. Das ist so eine Art Deich. In Holland hat man das viel, ein sehr hoher Deich ist also hier angedacht, der die südliche Spitze von Upper Manhattan umschließt. Und dieses Projekt basierte auf Annahmen, die sich jetzt bereits widerlegt haben. Es ist so ähnlich wie Masdar, aber übertragen auf die Problematik des Klimawandels. Es gibt also Prognosen auf Grundlage derer beschlossen wurde, wie hoch die Mauern sein müssten und so weiter und so fort. Und hier haben wir es natürlich wiederum mit der Idee der Closure zu tun, Abschottung. Man glaubt, man könne eine Mauer bauen, um sich vor dem Klimawandel zu schützen. Wir haben dagegen ein anderes Projekt angedacht. Und zwar dachten wir, dass wir diesen gleichen Deich schaffen würden, aber außerhalb von Manhattan, um die Möglichkeit zu haben, sich zu erholen von den verheerenden Folgen dieser Stürme. Es ist also nicht die Möglichkeit gegeben, sich durch Bauten vor dem Klimawandel zu schützen, aber man kann versuchen, etwas zu tun an den Stadtkanten, die durchaus
porös gestaltet sein können. Und die technischen Details auch zu diesem Projekt finden Sie auf meiner Website. Die Grundidee ist, dass Abschottung oder Einschluss nicht funktioniert. Ingels Deichkonstrukt wollte als Open Bau gegen den Klimawandel wirken, wohingegen wir gesagt haben, lasst uns mit dem Klimawandel arbeiten und ein System schaffen von Mini-Widerständen. Darüber schreibe ich in meinem Buch und wie gesagt, finden Sie auch auf meiner Website weitere Informationen. Ich werde das auch noch gleich morgen für Sie ergänzen. Und insofern komme ich zum Schluss und erinnere noch einmal an das, was ich eingangs beschrieb. Und das, was ich beschrieb, scheint mir ein Strukturfehler zu sein in der Beziehung zwischen Bauen und Wohnen. Eine strukturelle Asymmetrie, die nicht durch richtiges Design, durch die adäquate Gestaltung geheilt werden kann, die gleichzeitig der Community Gerechtigkeit widerfahren lässt. Das ist strukturell unmöglich. Dann müssen wir uns also befassen mit der Frage, wie gehen wir damit um? Und da stellt sich die Frage, was ist urbane Demokratie? Dabei geht es um mehr Öffnung in der Stadt und nicht mehr Abschottung. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass die Idee offener Systeme auf der Systemtheorie basiert. Die offene Stadt basiert auf der Idee der Systemtheorie. Es geht nicht um ästhetische Bilder. Und viele Beispiele, die Sie sehen für Offenheit, sind ausgesprochen hässlich. Wir reden hier nicht von Schönheit. Wir reden über etwas, was partizipativ ist, einladend ist, die Menschen aufnimmt. Und ich habe drittens versucht, Beispiele zu zeigen, Projekte, die wir realisiert haben bei den Vereinten Nationen über die Jahre und die zeigen, wie Offenheit und Abschottung in verschiedenen Städten der Welt aussieht. Meine Schlussfolgerung ist vielleicht die philosophische Grundlage all dessen. Ich denke, die Menschen haben ein hohes Maß an Abschottung heute. Denn sie haben das Gefühl, sie können mit Komplexität nicht fertig werden. Differenzen, Unterschiede, Dinge, die sie nicht kennen, Dinge, die sie nicht mögen, Situationen, die ihnen nicht vertraut sind. Und diese Unfähigkeit, mit Differenz umzugehen, entspricht der kapitalistischen Ökonomie, die sich daraus speist und profitiert davon, dass die Menschen nur das tun wollen, was bequem ist und ihnen vertraut ist. Ich erinnere an Facebook. Und Sie wissen, was ich meine. Facebook ist ein geschlossenes System. Es geht um Freunde, es geht um Gefällt-mirs mit einer Vampir-Technologie, die davon profitiert oder die implementiert wird, um davon zu profitieren. Das ist für mich keine Formel. Wenn wir über Städte sprechen, dann, weil diese Schulen sein können. Sie können Schulen sein, um Menschen das Gefühl zu geben, mehr Kompetenz zu erwerben oder kompetenter zu sein, also in der Lage zu sein, fertig zu werden mit dem, was sich ihnen bietet, um fertig zu werden mit der Tatsache, dass sie plötzlich auf den Straßen direkt neben ihnen Schwarze sehen, Geflüchtete sehen. Ich denke, dass viele der politischen Schwierigkeiten, die wir haben, darauf zurückzuführen sind, dass wir uns zurückziehen wollen und gleichzeitig Geld verdienen wollen mit der Personalisierung
Und mit der Bequemlichkeit. Alles muss nutzerfreundlich sein, aber das sind schreckliche Ideen. Nutzerfreundlich heißt, man hat überhaupt keine Stimulanz mehr. Eine Stadt sollte nicht nutzerfreundlich sein. Eine Stadt sollte ein Ort sein, an dem man lernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, mit anderen Menschen umzugehen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Dankeschön.